Quasi das Reinigungsritual, das schon Hollywood-Stars begeistert hat, wie Marilyn Monroe, Jackie O und viele, viele andere. Und da sind wir dann mit Stefanie zusammen auf unsere zweite Premiere gekommen, die sich natürlich perfekt ergänzen lässt zu jedem Kosmetikkonzept, Stefanie. Genau, Sie sagen das richtig. Also ich habe eine Innovation dabei, mal wieder aus Korea. Es kommen ja ganz viele Trends momentan aus Korea. Alles kommt eigentlich momentan aus Korea, oder? Und die Marke heißt Ampology. Stellen wir jetzt erstmalig vor. Und wenn ich höre Ampology, denke ich so an diese Ampullentechnologie. Da wissen wir immer, okay, das sind hochkonzentrierte Wirkstoffe, die eben in einer konzentrierten Formel kommen. Und darüber hinaus können wir hier eben, und das haben Sie gerade angedeutet, Frank, individualisieren und personalisieren jede beliebige Pflege, weil sich ja unser Hautzustand auch ändert hin und wieder. Stimmt. Hormonell bedingt, aber altersbedingt, abhängig vom Lebensstil, kann es da immer mal wieder neue Herausforderungen für Sie geben. Und da knüpft Ampology eben an. Jetzt müssen wir eins sagen, wir müssen kurz vorstellen, was wir auswählen dürfen. Genau. Denn wir haben 6 verschiedene Konzentrationsampullen. Entschuldigung, die sind doppelt platziert. Falsch mitgezählt. Nur damit das Bild schön ausschaut. 5 verschiedene Ampullen dürfen wir wählen. Welche Ampullen gibt es zur Auswahl? Ich habe jetzt hier in der Hand blau, das ist Feuchtigkeit. Dann haben wir einmal Straffung, einmal klärend. Das wäre die grüne. Genau, das ist die grüne. Dann pink, das ist mattierend, sebum regulierend. Und violett, das ist porenverfeinernd. Allerdings kann ich auch, oder können Sie auch, unterschiedliche Ampullen miteinander kombinieren. Also Sie können die auch untereinander mischen. So, jetzt kennen wir natürlich... Vielen Dank. Nein, ich habe nur eine genommen. Das ist nicht persönlich. Nein, so war es jetzt nicht gemeint. Was wir jetzt alle getan haben, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, aber was wir jetzt alle getan haben in unserer Begeisterung, wir haben eigentlich viel zu viel uns aufgetragen. Es reichen wirklich 1 bis 2 Tropfen. Und dann können Sie hergehen und entweder das auf das Gesicht direkt auftragen oder mit der Creme, zum Beispiel eben auch mit Laszlo, was wir heute gesehen haben, vermischen. Da würde jetzt zum Beispiel die porenverfeinernde oder mattierende Ampulle gut dazu passen. Oder Feuchtigkeit passt natürlich auch immer gut. Wenn man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt eine Feuchtigkeitspflege in Verwendung, die mir das ganze Jahr über hervorragend ausreicht, aber jetzt kommt der Herbst, wir haben wieder diese Temperaturschwankungen, Heizungsluft, da brauche ich nochmal so eine extra Portion Feuchtigkeit, dann können Sie Ihre gewohnte Pflege nochmal anreichern mit einigen Tropfen von der Feuchtigkeitsampulle, zum Beispiel. Oder Sie haben gesagt, Frank, Sie neigen gern mal so ein bisschen Glanz in der T-Zone. Da könnten Sie jetzt zum Beispiel hergehen und nehmen die pinke Ampulle, die sebumregulierende. Das ist die mattierende, genau, oder? Das ist die mattierende. Und dann könnten Sie zum Beispiel hergehen und das nur auf die T-Zone auftragen. So, und ich will Ihnen noch mal ganz kurz zeigen, wie Sie es anwenden. Denn das ist im Prinzip ja nicht nur eine Ampulle, sondern das sind mehrere Ampullen. Wenn Sie diese kleinen Glasampullen kennen, das sind, kann man sagen, wie viele Ampullen da drin sind? Also man kann sagen, dass eine Ampulle, wenn man so 1 bis 2 Tropfen beimischt, für 100 Anwendungen reicht. Das ist so die Faustformel. Ich habe auch was mitgebracht, was ich noch zeigen wollte. Wir brauchen nur, also ich wollte nur einmal kurz die Menge zeigen, weil da müssen Sie ganz, ganz schwach dosieren. Ja. Nur schauen Sie mal, wie viel da rauskommt. Ein ganz, ganz kleiner, so sehen wir es gut. Schauen Sie mal, ein ganz kleiner Tropfen. Das langt schon vollkommen aus. Und ich könnte es pur auftragen oder eben mit meiner bestehenden Kosmetik mischen. Ich habe jetzt wirklich alles ausprobiert. Ich habe es pur aufgetragen. Ich neige nämlich auch immer ganz gerne dazu, dann hier so bei einer klassischen Mischhaut in der T-Zone ein bisschen zu glänzen. Dann habe ich ein bisschen was Straffendes auf die Wangenpartie, mal Feuchtigkeit dazu gemischt. Und entweder man gibt es wirklich direkt auf die gereinigte Haut drauf. Oder aber in die Feuchtigkeitscreme. Ich kann das aber auch in Make-up mischen. Funktioniert zum Beispiel bei der Feuchtigkeitsampulle super. Oder Feuchtigkeit plus mattieren, wenn man matteres Make-up bevorzugt. Man kann es in Toner mischen, in Seren. Und ich habe das mal mitgebracht, das ist jetzt aus meinem privaten Badezimmer. Ich verreise nämlich ganz gerne oder ich muss auch auf Geschäftsreise. Und nächste Woche fliege ich nach Wien für ein paar Tage. Und dann habe ich mir hier einfach so eine kleine Pipettenampulle besorgt und habe mir da schon fertig mein Produkt sozusagen zusammengemischt. Und wenn Sie das machen, wenn Sie sich so ein Tiegelchen oder so ein Pipettengefäß besorgen, dann können Sie da eben Ihre individualisierte Pflege
zusammenmischen und dann hält das ungefähr 3 Monate. Also ich habe jetzt hier das Serum zum Beispiel für mich gemischt. Ist das nur fürs Gewicht? Entschuldige, das Serum pur oder hast du das irgendwie noch mit anderen Ampullen? Ich habe jetzt das Serum, also mein gewohntes Serum, was ich sowieso das ganze Jahr über zu Hause habe, das habe ich hier reingegeben und dann habe ich jetzt in meinem Fall Straffung und Feuchtigkeit dazu gemischt. Ne? Okay. Aber das variiert bei mir auch, also auch zyklusabhängig, ne? Dann brauche ich vielleicht mal ein bisschen was Klärendes oder so. Ne? Mhm. Und so kann ich dann meine individualisierte Pflege herstellen. So, wir wollen Ihnen noch mal ganz kurz zeigen, wie es gemixt und gemischt werden kann, beziehungsweise wie Sie Ihre eigene Kosmetik zu Hause individuell Ihrem Hauttyp anpassen dürfen. Es kann in ein Serum, in eine Creme, in eine Make-up-Grundlage oder eben auch in einen Toner mit eingebunden werden. Und wir haben 5 unterschiedliche Ausführungen. Also ich darf mich jetzt entscheiden, welche Herausforderung ich habe. Ich darf mich entweder für eine Herausforderung entscheiden, dass ich zum Beispiel sage, ich nehme jetzt die straffende Ampulle, die sagt mir am meisten zu. Oder ich kann natürlich auch ein bisschen spielen und sagen, ich nehme mir mehrere und kombiniere die miteinander. Können wir die einzelnen Ampullen nochmal durchgehen, Stefanie? Gerne. Also blau ist Feuchtigkeit, das kann man sich ganz gut merken. Blau wie Wasser, das ist Feuchtigkeit. Dann die gelbe Ampulle, das ist die straffende Ampulle, die eben auch dafür sorgt, dass die Haut schön elastisch bleibt. Übrigens alles mit natürlichen Inhaltsstoffen. Grün ist die klärende Ampulle, die reinigende Ampulle. Dann haben wir Pink, das ist mattierend oder sebumkontrollierend, auch super geeignet für die T-Zone, das mattiert wunderschön. Und Violett ist porenverfeinernd. Also ich muss Ihnen sagen, bei porenverfeinernd und bei hautklärend, also grün und lila, da ist momentan die größte Nachfrage, also... Oh, da haben wir jeweils keine 100 Stück mehr, Stefanie. Oh mein Gott. Das könnte jetzt auch relativ schnell gehen. Da bitte ganz, ganz schnell sein. Auch das ist eine Premiere, die wir Ihnen heute zum allerersten Mal zeigen dürfen. Es sind quasi die ersten Ampullen, die in einer großen Ampulle zu Ihnen nach Hause kommen und die Sie eben perfekt kombinieren können mit Ihrer eigenen Creme oder Pflege zu Hause. Egal, ob es um Straffung geht, um Feuchtigkeit, um Porenkontrolle, um Sebumkontrolle, also alle, die immer zu einer sehr, sehr feuchten, fettigen Haut neigen. Da haben wir übrigens keine 40 mehr. Sebum wäre auch was, das werde ich mal ausprobieren, weil ich bin auch immer so schnell an... glänzend, ja. Ich bin immer so schnell glänzend. Sieht doch toll an. Geht mir auch so. Es glänzt hier und dann habe ich so 284027